Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Kirby hier an der schönen ewig blauen Küste. So, unsere 100% Tour geht weiter und wir versuchen jetzt als erstes mal hier das nächste Level und zwar die Betoninsel. Na, das ist nicht so romantisch am Strand. Nein, Entschuldigung. So, ist immer so, wenn ich von der Xbox komme, muss ich mich daran gewöhnen, dass A, B umgekehrt ist bei Nintendo, ne? Naja. Bin ein bisschen gespannt, denn ich muss sagen, Kirby ist wirklich mal in 3D wirklich spannend. Die anderen Kirby-Teile habe ich wirklich nie so richtig gespielt, immer so ein bisschen reingeschaut. Für mich immer einfach Mario immer das Nonplusultra, aber dieses Kirby hier macht mich schon irgendwie, macht das schon Spaß. Gerade so eben, weil es 3D ist, ne? Okay. Das Einzige, was ich schade finde, dass man nicht hier so rumdrehen kann. Also man kann sich nicht in andere... Oder habe ich irgendwas übersehen? Jetzt muss ich mal kurz gucken bei der Steuerung. Warte mal. Also man muss Teile finden, aber ich muss mal bei der Steuerung kurz gucken, ob das gibt. Geht das hier? Steuerung? Kann man die Kamera schwenken irgendwie? Geht's nicht, ne? Ne. Hab ich mir schon gedacht. Okay. Das wäre cool. Oh. War dumm von mir. Okay, nochmal. So. Oh. Eieiei. Dieses Ding. Okay. Aber wir haben ja schon recht viele. Aber noch keinen anderen. Was hier irgendwas? Da. Machen wir ja gleich alle fünf zusammen schon. Ah. Oh, das sollte ich. Das war so eine Megabombe, die habe ich natürlich gleich schon genutzt. Schade. Hätte man wahrscheinlich auch noch weiter benutzen können. Ach, guck mal, da passiert was. Da höre ich auch schon. So. Ja. Gut, unser erster Waddledi. Oder es wird der erste sein, ne? Ja. Ah, hier. Okay, ich dachte, das wäre vielleicht irgendwie eine Bonussache, aber ist es anscheinend nicht. Na gut, müssen wir gucken. Hier hinten ist irgendwas. Jetzt bin ich auch Mr. Drill Instructor hier. Na, guck mal. Okay. Da ist noch eine Kokosnuss. Die gehen wir auch einmal hin, aber erstmal hier hin. Könnte mir auch gut vorstellen, dass man irgendwas wieder machen muss mit den. Wie heißt das? Mit den Strudeln da draußen. Vielleicht muss man mal irgendwas machen, ich weiß nicht. Oh. Anscheinend nicht. Zack, weg bist du. War hier drüben noch irgendwas? Oder waren so Strudel? Ah, grüße drei Seevögel. Ach, da haben wir einen Segelvogel gerade weggenatzt. Gucken, ob wir noch mehr von den Vögeln finden hier. Jetzt machen wir uns das denn hier. Grüße drei Seevögel. Okay, ist auch schon mal ein. Haben wir ja noch nicht so viel entdeckt von. Vielleicht entdecken wir noch mehr davon. Von den kleinen Möwen da. Mal weg, okay. Weg mit dir. Okay, da drüben ist was und da drüben ist was. Das ist die Frage. Gehen wir jetzt mal hier rüber?
Noch ein Teil? Okay. Gut, gehen wir hier rüber. Oh nein! Das war dumm. Vollstopfen machen wir gleich. Jetzt einmal da oben raufgehen erstmal und das Ding holen. Man kann die Höhe ändern, das ist ja geil. Ah, okay. Und jetzt ausspucken. Ah, guck mal. Das letzte Teilchen. Aber wir fehlen noch ein paar Seevögel. Ach komm, da drüben ist noch was. Cool. Aber haben wir einen verpasst? Nee. Das ist okay. Guck mal, ob hier noch eine Möwe oder so ist. Sieht nicht so aus, ne? Kann man hier auch reinbohren? Nee. Und da, oh, das sind wir. Ah. Fehlt uns noch eine? Ein bisschen gespannt ist das immer, ne? Okay. Okay. Sehr gut. Ist auch nichts anderes? Nö. Vollstopfen. Oh. Oh. Und springen. Ah, guck mal, das ist noch so ein Ding. Okay. Da ist er platt. Der platte Kirby. Ah, guck mal, da unten ist er. So, komm runter. Das müsste der dritte sein, ne? Ein! Wir haben einen verpasst. Wo ist der? Wo ist der letzte? Kann ich nochmal zurückgehen? Ja, irgendwo muss da noch einer sein. Ich habe auch nichts gehört hier. Hier? Der muss ja hier irgendwo sein. Der kann ja gar nicht weg sein. Das ist ja Quatsch. Tatsächlich haben wir einen verpasst. Oh, das ist ja blöd. Aber wo kann der denn gewesen sein? Frage mich gerade, wo der gewesen sein kann, weiß ich nicht. Okay, und wir gehen mal jetzt erstmal hier wieder rüber. Oder kommt da vielleicht auch? Kann er aber kommen eigentlich, oder? Grabe eine Maxi-Tomate aus, okay. Oh, das ärgert mich jetzt gerade. Ah, es fehlt uns wirklich nur eins an Teil. Oh, wo kann die sein? Uns fehlt auch noch irgendwas anderes. Was ist das denn? Erreiche die Insel der Schätze. Okay, wir müssen wieder das F hier nochmal finden. Ah. Die Insel der Schätze. Also irgendwas haben wir verpasst. Ah, wir können leider, müssen noch mal reingehen. Wir wollen ja 100% haben.
Tschüss. Wir gehen nochmal rein. Oh, die Herausforderung machen wir auch noch. Weil jetzt nicht. Ja, muss ja wissen, was ist. Also, wir brauchen ein Äffchen noch. Und Grüße drei Seevögel haben wir auch nicht gemacht. Wir haben einen Seevogel noch verpasst. Also, wir haben schon einiges vor noch. Machen wir es jetzt. Mal alles absuchen hier. Schon ein Vogel, den sehen wir schon. Ah. Da kann man nicht durch. Ah. Da geht es auch nicht weiter, ne? Über diese Elektro-Grenze kann man, glaube ich, gar nicht rüber, ne? Ja. Oh. Hm. Ist hier noch irgendwas hinter? Irgendwas Geheimes? Nein, ich glaube nicht. Ah. Komm ich mal rauf? Nicht hier rauf. Nein. So. Genau hingucken, ob hier noch irgendwo so ein Vogel ist. Aber ich sehe hier gar keinen. Oh nein! Achso. Gehen wir hier hinter. Hatten wir schon. Schade, dass es mit den Kokosnüssen jetzt nichts zu tun gehabt. Jetzt noch mal eine Möwe gefunden. Ja, haben wir schon ein paar Sachen. Könnte auch so ein Geheimgang sein, aber das ist wahrscheinlich nicht, ne? Doch, ha, guck mal. Das sah auch schon so aus wie so ein Geheimgang irgendwie. Fand ich. Aha. Das sah auch schon so aus nach irgendwas, ne? Ob es jetzt ein Geheimgang war oder nicht, das weiß ich jetzt nicht. Da oben war ja noch ein Stern, aber ich glaube, der Stern hat es wieder nach draußen gebracht, glaube ich. So, haben wir den erwischt jetzt? Erreicht die Insel der Schätze. Oh, das war gar nicht die Insel der Schätze. Warte, wir gehen nochmal rein. Und was war denn der erste Stern? Oder führt der erste Stern nur hier hin, wenn man das nicht richtig schafft? Kann natürlich auch sein. Da ist ja noch so eine... Aber ich glaube, das hat das zu bedeuten. Das ist wahrscheinlich, wenn man hier denkt, man kommt nicht weiter, man schafft es nicht.
Muss, kommt man wieder raus? Naja, ich glaube, man kommt mal wieder raus. Okay. Gut. Das ist blöd, das ist die zweite, aber es gab ja noch eine hier. Huch. Die habe ich nicht gesehen, die Seevögel. Also wir müssen auch die Insel der Schätze finden. Also irgendein Strudel wird uns wahrscheinlich noch zur Insel der Schätze bringen oder so. Kann ich mir gut vorstellen. Ist hier noch ein Geheimgang? Ah, nein, nein, nein! Auf, 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 auf. Hm. Aber was gibt's denn hier noch? Ich sehe mich gar nicht. Hm. Komm auch nicht rein, ne? Nee. Warte mal, kann man hier noch irgendwo längs gehen? Gleich mal gucken. Ist auch nirgends hin. So, und hier war ja das zweite Äffchen. Sozusagen. Aber dann müssen wir den dritten und da ist noch die letzte Möwe da hinten erstmal. Nehmen wir den Ball. Die holen wir uns noch schnell und sagen mal hallo. Hallo. Guck mal, da hinten ist doch die Insel der Schätze. Da sehe ich doch von hier. Aber wie kommen wir da hin? Ach, guck mal. Okay, ja, das ist aber auch leicht zu übersehen, ne? Perfekt. Dann haben wir alle Äffchen. Yes. Jetzt haben wir doch alles, ne? Ja. Okay. Perfekt. Gut geschafft, ist halb gewonnen. Schnell zum Ausgang. So. Oh. Oh, komm ich nicht mehr lang. Den. Hoch. Und geschafft. So. 100%. Noch keine Blaupause gefunden eigentlich für unseren Shop, Waffenshop, ne? Naja. Oh, ein süßer Wuffi. Kleffi. Ja. So. Die gehen gleich ins nächste, in den nächsten Bereich, das schafft er noch. Alle Valdis gerettet, perfekt. So. Hier ist nicht. Das ist das hier oben, ne? Gut, dann lass uns doch mal Klettertour auf dem Zementgipfel. Okay. Ich finde es so cool, wie viele verschiedene
wie nennt sich das? Verschiedene Klamotten man anziehen kann, beziehungsweise wie viele verschiedene Tools der hat hier, der gute Kirby. Das ist auch was. Ah, kann ich rausspringen auf die Bäume? Okay. Kann man da rüber? Nee. Okay. Da ist schon wieder so ein entfernt 3 gesuchtes Poster. Okay, aber es war schon klar, dass es irgendwie sowas war. Au! Das war dumm. Das war auch richtig dumm von mir gerade. Nehmen wir mit. Ich möchte nicht so ungern verlieren. Oh, komm hoch. Okay. Komm hoch da. Ah. Oh, das ist eine Blaupause. Kaum drüber geredet. Jetzt haben wir eine. Cool. Dann kurz rüberfliegen. Oh, da habe ich eine Bombe gelöst, aber ich weiß nicht, was die macht. Ah, da unten, okay. Ich höre auch die ganze Zeit irgendwas. Ich höre die Affen, aber ich weiß nicht, wo die sind. Sie hier unten? Wahrscheinlich, ne? Ah, umkippen. Da, das müssen die ersten Äffchen sein. Genau. So, wir müssen noch ein paar Poster finden. So, ein bisschen Auge aufhalten hier. Mehr ist hier anscheinend nicht. Glaube ich. Man weiß es nicht. Vielleicht auch was übersehen, aber guck mal. Was ist das hier? Ich kann Bumerang oder Eis. Warte mal, Bumerang mal. Ach, das ist anders. Oh! Oh! Aber Eis ist wahrscheinlich besser gewesen. Oh. Oh. Nein! Haben zwar ordentlich Leben gelassen, aber haben die Tante auch besiegt. Warte mal, was hat die denn für Power hier? Den Werbesturm, den benutzen wir. Guck mal, gleich was zu essen wieder. Willkommen! Auch so ein bisschen fliegen, dann. Also schweben, fliegen. Was? Okay. Okay, aber da kann auch noch was sein, ja, ne? Ne, dann geht's nur da hoch. Okay, gehen wir erstmal hier längs.
Ein Poster habe ich jetzt nicht mehr entdeckt, leider. Ah, okay. Zweite. Ich muss trotzdem mal unten nochmal gucken, nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe. Ich bin jetzt so schnell, aber ich glaube, ich habe hier nichts übersehen. Ne? Ich sehe hier auch nichts. Dann geht's hier weiter rüber. Ah, guck mal. Aber ich glaube, die sind nicht ausschlaggebend, ne? Ach, hier ist auch was. Ach, hier ist irgendwas Bonusmäßiges. Ah, dann brauchen wir den, okay. Ah, okay. Ah, Mist. Oh, da muss man richtig schnell sein. Warte mal. Ah, okay. Weiß nicht, wie wir das machen. Pass auf, wir gehen noch zurück. Los geht's. Turbo. So. Drittes Äffchen. Gar nicht so schwer. Was haben wir denn noch hier? Gibt es bestimmt irgendwas? Ja, guck mal, da haben wir noch zwei Sachen, die wir nicht wissen, was wir machen sollen. Das ist immer so blöd, dann müssen wir ein zweites Mal rein. Das cool, wenn wir die gleich beim ersten Mal schon. Okay. Vollstopfen. Und was jetzt? Ach Quatsch, jetzt fliege ich hier? Okay. Okay, ein Fluglevel. Ah, okay. Ah, ist leider. Cooler wäre eine Flugsteuerung gewesen, aber okay. Nein, ich habe es letztens nicht geschafft. Nein, nicht geschafft da. Das ärgert mich jetzt gerade total. Oh! Das war jetzt blöd. Na gut. Das ist auch die. Da braucht man echt. Ach. Invertiert? Ja, so ist doch besser. So fließt auf das normale Fliegen, wenn man es invertiert macht. Okay. Oh, warte. Da kann man doch durchfliegen, sehe ich jetzt. So, wir fliegen einmal hier durch. Der vierte. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man hier noch irgendwas hätte erreichen können. Bestimmt. Indem man alle Ringe holt. Man muss ja alle Ringe holen, glaube ich. Hundertprozentig. Hundertprozentig alle Ringe holen. Glaube ich. Da kommt noch ein Schild. Neuer Versuch. Möchtest du den Bogenstopfer abschneiden? Neu? Ja, mach mal. Ich glaube, ich muss alle Dinger dabei haben. Wie heißt das? Alle. Naja. Wisst ihr, was ich meine? Alle Ringe. Ich glaube, das ist auch ein Ziel. Kann ich mir vorstellen. Von wieder invertiert, ja, genau.
So, testen wir nochmal. Oder wir müssen die Ringe doch nicht alle durchführen. Hätte ich jetzt gedacht. Aber kann natürlich sein, dass ich auch voll falsch liege. Na gut. Dann war es dann doch nicht so. Nee, echt. Tatsächlich nicht, ne? Okay, ist die Frage, was wir hier, was wir alles verpasst haben, ne? Was haben wir geschafft? Was haben wir geschafft? Was haben wir verpasst? Vermeide Kontakt mit den Stacheln im geheimen Raum. Okay. In welchem geheimen Raum? Ach, da wo wir... Ja, okay. Gut. Die gehen wir auf jeden Fall beim nächsten Mal nochmal an. Vielen Dank fürs Zuschauen erstmal, soweit. Und beim nächsten Mal gehen wir direkt da rein und machen danach nochmal das Neue. Vielen Dank, bis dahin. Tschüss.